Hallo, wir sind Max, Justin und Emily. Und wir zeigen dir heute, warum es gut ist, als Schiedsrichter schon in jungen Jahren Erfahrungen zu sammeln. Wir drei haben uns dazu entschlossen, an dem Schülerschiedsrichterlehrgang des Niedersächsischen Fußballverbandes teilzunehmen. Und jetzt zeigen wir dir, warum es sich für uns gelohnt hat. Der Schülerschiedsrichterlehrgang ist unheimlich hilfreich. Nicht nur wir Schülerinnen und Schüler sehen das so, sondern auch Bibiana Steinhaus, die erste und einzige Schiedsrichterin der Bundesliga Männer. Es hat sich sogar die Möglichkeit ergeben, mit ihr ein Gespräch zu führen und sie besser kennenzulernen. Also ich finde es ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler möglichst frühzeitig schon in diese herausfordernde Situation kommen, als Schiedsrichter tätig zu sein. Und zwar egal in welcher Sportart, ob beim Handball, ob beim Basketball oder eben auch beim Fußball, so wie ihr das ja jetzt schon probiert, dass man sich so ein Fachwissen aneignet, ne? Dass man Regeln lernt und dann eben auch mal probiert, diese Regeln tatsächlich auch umzusetzen auf dem Fußballfeld. Und die kann man ja nicht ohne Reaktion der Spieler umsetzen, also eben auch Kommunikationsfähigkeiten lernen, wie bringe ich die Botschaft sozusagen auch an den Mann oder an die Frau, an die Spieler und was kommt mir da an Reaktion entgegen, wie gehe ich vielleicht auch mal damit um, wenn ein Spiel super gut läuft oder wenn ich vielleicht auch Dinge im Nachhinein auf dem Spielfeld betrachte, die ich nächstes Mal vielleicht anders machen würde, wie würde ich es anders machen. Also sich damit auseinanderzusetzen und das natürlich immer vor den Augen der Öffentlichkeit Entscheidungen zu treffen, das kann jungen Menschen nur helfen, auf ihrem Weg ihre Persönlichkeit zu formen. Und deshalb finde ich es großartig und da sollte jeder frühzeitig mit anfangen. Es ist natürlich toll, so eine bekannte Schiedsrichterin zu treffen. Das Gespräch mit Bibiana Steinhaus hat uns sehr viel Freude bereitet. Jetzt sind wir motiviert und freuen uns auf unsere zukünftigen Einsätze als Schülerschiedsrichter. Wir sind uns sicher, dass auch unsere Mitschüler und Mitschülerinnen sich sehr über uns als Schiedsrichter freuen werden. Wir können dir nur raten, schon früh als Schülerin oder Schüler erste Schiedsrichteraufgaben zu übernehmen. Du hilfst damit nicht nur deinen Lehrern und Lehrerinnen, sondern lernst auch eine Menge und gewinnst an weiterem Selbstbewusstsein. Vielleicht wirst du auch einmal ein bekannter Schiedsrichter oder eine so bekannte Schiedsrichterin wie Bibiana Steinhaus.